Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play The Order 1886. Wir drücken gerade mal auf Start, denn ich glaube, sonst geht irgendeine Demo los oder so. Ich weiß nicht, ob da eine Demo losgeht, keine Ahnung. Ich erzähle ganz kurz mal ganz schnell was über das Spiel. Danke, Wikipedia. Und zwar, das Spiel wurde am 20. Februar 2015 veröffentlicht, ist also noch gar nicht so alt. Exklusiv für die PlayStation 4 von dem Studio Ready at Dawn, hat man auch eben gerade gesehen. Und der Publisher ist Sony Computer Entertainment. Ist ein Action-Adventure und es gibt nur einen Story-Mode, kein Online-Gameplay-Gedöns. Und ich glaube, das Spiel sollte so ein bisschen so zeigen, was die PlayStation 4-Grafik so drauf hat. PlayStation 4-grafisch so drauf hat, das wollte ich sagen. Und das kann sie ganz gut, finde ich. Weil das Spiel sieht einfach aus. Kurze Geschichte, wie ich zu diesem Spiel gekommen bin. Und zwar, der gute Dennis hat mir das Spiel ausgeliehen und hat gesagt, ja, das ist ganz gut. Und es ist eine einfache Platin-Trophäe. Habe ich mir gedacht, ja gut, komm, schmeiß in die PlayStation rein, machst du schon nebenher direkt einen Trophy-Fahrt-Gedöns an. Weil da musste man irgendwie so komische Sachen einsammeln. Wofür man am Ende auch nichts bekommt, was ein bisschen schade ist. Also man sammelt die quasi eigentlich nur für die Trophäe ein. Und da habe ich dann Schande über mein Haupt mit diesem Walkthrough auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad einfach das Spiel durchgespielt. Direkt beim ersten Mal. Und habe dann doch festgestellt, dass das Spiel eigentlich sehr geil ist. Weil die Charaktere gefallen mir, mir gefällt die Story, mir gefällt dieses ganze Setting irgendwie. Finde ich das irgendwie ein bisschen schade, dass ich mich anfangs nicht so wirklich drauf eingelassen habe irgendwie. Naja, ich werde mal gerade noch hier den Text von der Rückseite der CD-Hülle vorlesen, was aber jetzt ein bisschen stotterisch werden kann, weil hier ist ein bisschen dunkel und ich kann nicht so gut lesen. London im Jahr 1886. Wissenschaft und Industrie verändern die Stadt, die in großer Angst vor einem alten, nichtmenschlichen Feind lebt. Als Galahad, der einem Eliteorden königlicher Ritter angehört, schließt du dich der Schlacht um die Zukunft der Menschheit an. Ausgerüstet mit fortschrittlichen Waffen und Technologie, kannst du das Blatt in diesem jahrhundertealten Krieg wenden, der auf ewig den Verlauf der Geschichte bestimmen wird. Meine Fresse, ich habe jetzt bestimmt 5 Minuten dafür gebraucht, diesen Kacktext vorzulesen. Ihr werdet natürlich nur den besten Versuch davon bekommen. Denn dieser Text ist auch übelst klein. Also es liegt nicht nur an mir, dass ich das hier nicht auf die Reihe gekriegt habe, das vorzulesen. Aber gut. Neues Spiel spielen wir. Neues Spiel. Darf ich jetzt noch den Schwierigkeitsgrad auswählen? Lass dir atmen, Mann. Keine Ahnung. Wieso holen wir nicht raus und sind nah? Na, lass wieder weiter starten. Was hat er hier überhaupt gemacht? Ist doch egal. Immer besser, nicht so viele Fragen zu stellen. Ja. Wach auf, Freundchen. Du wolltest uns doch nicht etwa abkratzen, oder? Wie wär's mit einem Nachschlag? Ich hab gerade erst angefangen. Keine Sorge. Wir kümmern uns später noch einmal um dich, ja? Komm schon. Hoch mit dir.
Komm schon! Schneller! Süße Träume, Mann. Zeit für Ihr Morgenbad, Milord. Wenn der so weitermacht, hält er nicht mehr lange drauf. Na los jetzt! Nur noch ein paar Schritte. Na, war doch gar nicht so schlimm, oder? Und weiter geht's. Bist du schon so weit? Oh, komm, Zeit. Steck ihn wieder rein. Hast du kleiner Scheiß! Eine Quicktime-Event am Anfang. Bisschen Heavy Rain-like. So, das erste, was wir jetzt mal machen, ist, Einstellungen, Spiel, Schwierigkeit. Auf Mittel stellen. Der Rest bleibt an, Untertitel ist gut, bla bla bla. Bleibt das jetzt so? Ja. Also ihr könnt euch schon mal auf sehr, sehr viele Cutscenes einstellen, denn das Spiel ist quasi eigentlich ein bisschen so wie ein Film und dann spielt man mal zwischendurch wieder und dann ist das wieder Film. Und das Lustige war auch, teilweise, manchmal stand ich dann hier so rum, hab so gewartet, ja, wann geht's denn jetzt weiter mit der Cutscene irgendwie? Und da war das direkt schon wieder in-game und da habe ich gar nicht mitbekommen, diesen Unterschied von Cutscene und Spiel-In-Game-Gedöns. Ja, fand ich lustig. Auf jeden Fall ist das hier unser Sir Galahad, unser Hauptcharakter, der jetzt noch ein bisschen mitgenommen aussieht. Ja. Und den dürfen wir jetzt hier rumsteuern. Und, ist gut. Haben wir hier noch irgendwas? Also diese komischen Sachen, die werde ich nicht einsammeln. Weil mir das nichts bringt. Und was ich noch ganz lustig finde, weil ich diese Spiele so ein bisschen wie wie Enslaved irgendwie ein bisschen einordne. Trocken.
Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Teil gewesen, wenn dieses Beeilen nicht angezeigt gewesen wäre, dann hätte ich das irgendwie verpeilt, weiter zu spielen. Enslaved. Also irgendwie tue ich das eher so Richtung Enslaved irgendwie machen. Das Spiel. Weil ich bei Enslaved auch einfach ohne große Erwartung an das Spiel rangegangen bin. Und mich das übelst überzeugt hat, so. Und das Lustige ist, dass ich meine, unser Hauptcharakter hat die Stimme von Monkey. Na? Und dann gibt's auch noch einen Charakter, der hat, glaube ich, die Stimme von Pixie. Ich hab mein Glück. Das finde ich ganz lustig. So, können wir hier noch irgendwas machen? Nee. So, gib Gazen. Mit X, okay. Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, wie die Steuerung hier funktioniert. Kannst auch schneller kriechen. Zum Hallo. Ach so, sollte das. Ach so. Muss einer mir auch mal gesagt werden. Schneller. Musst du da an der Wand lang gehen? Hello. In Ordnung, Mann. Ich finde die deutsche Synchro eigentlich gar nicht mal so scheiße wie in dem Spiel. Kein Wort. Rein! Zumachen! Lass uns doch erstmal rein. Das bist du, oder nicht? Der Häftling, von dem alle sprechen. Führt nur ein einziger Weg raus. So gut wie tot, das bist du, mein Freund. Besser, du hättest die Katakomben nie verlassen. Halt dein Maul! Schon gut, schon gut. Ist deine Beerdigung, nicht meine. Bewegung. Augen auf! Der Häftling wird gewaltig. Drei unserer Männer erledigt. Deshalb haben wir unsere Befehle. Auf Sichten schießen. Er hat eine Waffe! Wow, Leute, wow! Nein, das ist meine Waffe. Meins! Hier!
irgendwas. Yay, Genick brechen oder erwürgen, was auch immer das ist. Okay, das sieht sehr nach Genick brechen aus. Oder wird schon lau. Ergeben Sie sich, Monsieur. Das war mein letzter Warnschuss. Ich mag den Franzosen. Vorbei, Galahad. Geben Sie jetzt auf! Sofort die Hände hoch! Die Hände hoch! Hände hoch! Gray! Tu das nicht! Ich sagte aufgeben! Hände an den Kopf! Sie haben den Orden betrogen! Niemand entzieht sich der Strafe. Sie vergessen, Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Was ein Beginn. The Order. Man könnte jetzt auch schon denken, dass das Spiel vorbei ist. Galahad, melden! Bestätigt, Galahad, hier Tantala. Ich höre dich, Percival. Machst du einen kleinen Spaziergang im Park? Geht nichts über einen frischen Londoner Morgen, um den Kopf freizukriegen. Mach ruhig mit deiner Körperertüchtigung weiter. Aber uns wurden mehrere Ziele am Crovener Square bestätigt. Wie lauten die Anweisungen? Triff dich am vereintes Indienhaus mit Igraine und Lafayette und halte die Bedrohung auf. Hast du es im Visier? Okay, dann aktualisiere von oben Bildschirm da. Wie darf ich denn, wie mache ich das denn? A3. Ja. L2 gedrückt und... Direkt vor mir. Gut. Schätze die Situation vor Ort ein und sei vorsichtig. Hat Nicola dich mit Waffen versorgt? Ja. Essex M2 Falcon. Gut. Das Sekundärgeschütz des Falcons sollte helfen. Wir verfolgen vielleicht Verrückte, aber sind immer noch Zivilisten. Möglichst nicht tödliche Gewalt einsetzen. Verstanden. Stehst du zu uns? Ich muss mich jetzt noch um etwas kümmern. Wir sehen uns später. Bin unterwegs. Ja, da hat Ende. Ah, wir sind schon wieder. Ja. Eben diese Stimme, die ihr gehört habt, die mit uns kommuniziert hat, finde ich, hört sich sehr nach Pixie an. Und ich finde es irgendwie cool, wenn die gleichen Synchronsprecher irgendwie in anderen Projekten immer mitwirken. Das mag ich irgendwie. Ja. Und jetzt sind wir hier in unserem schönen Gewand. Ich liebe dieses Zeug, was der anhat, ne? Ja, wie wir eben schon festgestellt haben, wir können uns mit L2 können wir hier so ranzoomen und mit L3 können wir hier so rumlaufen. Mit okay, rennen können wir noch nicht und mit dem rechten Analogstick können wir die Kamera steuern. Und ansonsten können wir noch nichts tun. Gut. Ich denke, glaube, das kriegen wir jetzt noch alles beigebracht.
meine, ich wüsste noch, wo hier so einige Sachen rumliegen. Ich kann euch das ja mal zeigen, was es hier so zum Einsammeln gibt. Ist ganz interessant, aber halt, man kriegt am Ende nichts dafür. Deswegen mache ich mir jetzt hier nicht so die Arbeit damit, das Zeug zu finden. Triff dich mit Egrain. Okay. Rennen können wir immer noch nicht. Halt 3. Triff dich? Ja, okay. Ich meine, das wäre hier drinnen gewesen. Morgen. Da ist was. Zeitungen können wir uns nämlich angucken. Unter anderem. Mysterious. Achso, steht da unten. Mysteriöse Verschwinden irgendwas. Disappearance in Whitechapel. Also, mysteriöses Verschwinden in Whitechapel. Mit dir können wir mit dir quatschen. Singt der? Ja, der singt. Ist ja cool. Also, was heißt singen? Der summt. So. Aber hier ist, glaube ich, weiterhin nichts. Dann gehen wir mal nach unten. Ich glaube, ich habe meine Kopfhörer falsch rum auf. Das werde ich aber gleich beheben. Da ist noch was. Fotos können wir nämlich sammeln. Und das sieht nach einem sehr alten Foto aus. Wir können uns die so angucken. Und wir können uns sogar die Rückseite anzeigen lassen. Da steht dann meistens irgendwas drauf. Aber das ist alles nicht irgendwie Spiel. Also es hat jetzt nichts irgendwie damit. Also wir müssen das nicht sammeln, um im Spiel weiterzukommen. Das wollte ich sagen. Was mit dir? Bist du auch am Summ? Guten Tag, Sir. Hallo. Muss dich mal waschen, du siehst dreckig aus. So, was haben wir hier noch? Ein Messer, glaube ich, und eine Nagelfeile oder irgendwie sowas. Ich meine, ein Pinsel war da. Also möglicher Krimskrams, der hier rumsteht. Was mit dir? Du bist den Fahrstuhl am Reparieren. Und da haben wir schon das nächste Objekt. Die können wir uns anhören. Oh. Schön, dass ich ein neues Spiel angefangen habe, um das alte Zeug noch alles da ist. Aber ich meine, das hier wäre das gewesen. Es geschah in den Tagen des Uther Pendragon, als er König von ganz England war und allda regierte, dass ein mächtiger Herzog in Cornwall war, der lange Zeit gegen ihn Krieg führte. Und dieser Herzog hieß der Herzog von Tintagel. Eines Tages also entbot König Uther diesen Herzog zu sich und befahl ihm, sein Weib mitzubringen, denn sie galt als schöne und sehr kluge Frau und ihr Name war Egrain. Als daher der Herzog und sein Weib zu dem König gekommen waren, wurden sie von großen Herren beide zu ihm geleitet. Dem König gefiel die Dame sehr und er fiel in Liebe zu ihr. Und er nahm sie beide über die Maßen freundlich auf und begehrte, bei ihr zu liegen. Aber sie war eine sehr gute Frau und wollte dem König nicht zu Willen sein. Und da sprach sie zu dem Herzog, ihrem Gemahl, und sagte, »Mich dünkt, wir sind entboten worden, damit ich entehrt werde. Darum rate ich euch, Gemahl, wir wollen uns schnell von hinnen heben, dass wir die ganze Nacht durch bis zu unserem Schloss reiten.« Genau, sowas können wir nämlich sammeln. Das sind so Audio-Dinger, die wir sammeln können. Was ist hier? Oh ne, da müssen wir, glaube ich, hin. Gibt es denn da irgendwas anderes? Ja, stöhn du mal rum da. Nee. Verflucht. Scheißding. Okay. Sie sich da am Aufregen, ey. Ich gehe runter auf die Straße. Bestätigt. Muss der alte Mann sich hier noch so abhetzen, ey. da gab es bestimmt auch eine Treppe in dem Haus, die er benutzen hätte können. Aber nein, müssen wir ein bisschen Action machen, ne? Wäre ja sonst langweilig. Ich
Galahad, Igraine. Was Neues von Lafayette? Negativ. Hier auch. Wahrscheinlich knüpft er einfach irgendwo Kontakte. Das wäre... Ich weiß, was ihr denkt. Aber glaubt mir, er ist in Ordnung. Wenn du meinst. Ich habe jedenfalls keine Zeit, ihn zu suchen. Ich weise die letzten Constables ihren Posten zu. So. Wir müssen, glaube ich... Ach, der kann immer noch nicht rennen. Ich meine, wir müssen hier in die Richtung. Ach, ich mag das alles, wie das hier so aussieht. Schön die Schweine hier vor der Tür hängen. Geht es Ihnen gut, Sir? Der ist ja halt beim Abkratzen. Setzen hier irgendwelche Hühnchen? Schweine. Was ist denn 4D? So in England, 4 Pfund eigentlich, aber was ist denn D? Dieser Mann braucht nicht zu trinken. Er hat Asthma. Ah, er hier ist am Verrecken. Sind Sie etwa Ärzte? Nein, aber mein Vater. Ich habe schon viele Leute mit diesen Beschwerden gesehen. Constable, dieser Mann braucht medizinische Hilfe. Leider steht derzeit kein medizinisches Personal zu unserer Verfügung. Was ist das? Ach genau, Objekte können wir... Alles klar. Objekte können wir uns auch angucken. Hier haben wir so ein... Ach fuck, wie heißt denn diese? Ich weiß nicht mehr, wie diese Teile heißen. Da macht man so... Schnaps oder sowas rein. To my... Ich kann das nicht lesen, was da steht. D. Darest. Ach, Dearest. Dann ist da irgend so ein KT. Wer das auch immer ist. Ja, ist doch gut, Alter. Was mit euch? Du hast einen schönen Zylinder und einen schönen Bart. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ja, das mache ich aber. Die Polizei will bloß alle beschützen. Sie müssen sich das Protokoll halten. Ich habe mir die Stadt gar nicht so richtig angeguckt, als ich das durchgespielt habe. Galahad, Sie müssen den gesamten Bezirk absperren, und zwar leise. Wie kommt es, dass du so schnell hier bist? Können, Liebes. Ich gebe zu, für einen Mann deines Alters bist du sehr schnell. Kein Ritter wird gern von einer Dame an seine Schwächen erinnert. My Lord, so etwas Herzloses könnte diese Dame doch gar nicht tun. Sicher, Izzy. Würdest du nie tun. Um was geht es? Ein paar Irre laufen amok. Percival glaubt, es könnte eine List der Rebellen sein. Na, hoffentlich hast du nichts verlernt. Denk dran, wer dich trainiert hat. Er war der Beste. Zu seiner Zeit. Du bist noch ziemlich gut. Aber ich bin besser. Ja, Ma'am. Igraine, melde dich. Bestätige, Percival. Mehrere Entflohene beim Osteingang der Vereintes Indien U-Bahn-Station gesichtet. Geh vorsichtig vor. Verstanden. Na los, Gray. Gehen wir. So. Das ist also auch eine... Ich kann nicht rennen. Dazu wurden sogar die Ritter selbst gerufen. Ja. Ich würde schon sagen, in ihren Uniformen sind sie toll, aber... Sie müssen meine Frau entschuldigen. Ach, jetzt darf ich. Ich wollte mir das jetzt hier erstmal angucken. Ein schönes Kleidchen. Das rechte ist nicht so schön. Was haben wir hier? Pasties, Tarts, Cakes und Sabies? Keine Ahnung. Oh, das sieht aber gut aus. Yum, 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 yum. Ist das Brot? Ja, das ist Brot. Baker and Confectioner.
Tut mir leid, dass ich mir das jetzt hier alles ein bisschen angucke, weil das ist mir beim ersten Spieldurchgang so ein bisschen durch die Lappen gegangen, sag ich mal. So, wo ist denn Madame? Da oben ist Madame. Tabakus. Mhm. Handschuhe. Krawatten und Bowties. Achso, das sind bestimmt hier Fliegen. Schätze ich mal. Jetzt ist sie wieder weg. Wo bist du hin? Da hinten. Ich muss jetzt erstmal mal gucken, weil die haben sich ja hier schon sehr Mühe gegeben, ne? Das Ganze hier so zu zeigen. So fliegen. Ja, guck mal, was wir hier alles so haben. Mit deiner schönen Melone. Was macht ihr, Office? Die stehen hier wieder rum. Was sagt ihr? In letzter Zeit sollen Rebellen die Straßen unsicher machen. Vielleicht deswegen. Bei einem Polizisten fiel der Name White Shadow. Wenn du mich fragst, sollten die Leute aus dem Bezirk ihre Probleme nicht zu uns bringen. Sieh mal. So. Also ich werde mir später nicht mehr so extrem das hier angucken, weil später gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel, was man sich angucken kann. Deswegen, ja,